Und dann gehen wir auch schon hier hoch und holen uns die Belohnung für diesen Kampf ab. Der sich nicht da befindet, sondern hier hinter. Also nicht direkt, doch genau hier hinter. Ich wollte gerade sagen, also nicht direkt hier hinter, aber doch, das war so. Und zwar, ja, holen wir uns gleich. Und zwar, da kommt er schon ein bisschen später, erst noch eine Animation. Der Dark Beam, ja. Damit endlich möglich, damit ist es uns endlich möglich, A, dunkle Türen zu öffnen und B, natürlich Portale in die dunkle Welt zu öffnen. Das Problem, das wir damit haben, ist, dass wir noch nicht die Möglichkeit haben, Portale in die helle Welt zu öffnen, weil dafür brauchen wir das Gegenstück davon. Und deswegen wird das jetzt ein bisschen gefährlich, zumindest die nächste Mission, die wir machen. Aber jetzt lesen wir erstmal, oh, den letzten Zyklus 6 Eintrag, sehr schön. Schattenkrieg. Eintrag 069898. Die Intensität des hiesigen Kampfhandlung ist eskaliert. Die Schattenkrieger des dunklen Äthers haben eine Offensive gestartet. Der massive Ansturm konzentriert sich auf ein zentrales Netzwerk von Gebäuden an unserem Berggipfel. Möglicherweise handelt es sich um eine Basis. Kurioserweise wird dieser Angriff von einem Verlust der planetaren Stabilität begleitet. Es ist denkbar, dass diese Schattenwesen ein neues Waffensystem einsetzen. Die Schattenkrieger müssen uns für weitere Feinde halten, da sie unsere Basis vielfach angegriffen haben. Wir halten Stand, doch unsere Truppen reiben sich allmählich auf und es gibt hohe Verluste zu melden, materielle wie personelle. Und uns bleibt nur zu warten und unsere Ressourcen zu verteidigen. So, und dann gehen wir hier wieder raus. Und können jetzt endlich auch diese Türen öffnen. Die Frage ist, kann man das scannen? Nein, okay. Und zwar können wir hier nämlich diesen Kristall jetzt dunkel aufladen und ja, können dann durch die Türen schreiten. Und jetzt ist die Frage, da war die Dings drin. Ne, hier hinten. Da bin ich hergekommen, das heißt, ich gehe jetzt da raus. Ja, und jetzt sind wir hier. Wo wir vorher nicht durch konnten. Hier haben wir nochmal einen Scan. So, Zyklus 7. Angriff der Föderation. Eintrag 070136. Ein weiteres Desaster. Der Transport der weiteren Truppen und Nachschub bringen sollte, wurde abgeschossen. Er wurde im Orbit von einem föderierten Schiff abgefangen, welches in der Nähe des Tempelkomplexes gelandet ist. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Marines angreifen. Überlebende unseres Schiffes konnten sich bis zu unserer Basis durchschlagen. Hier werden wir unsere Stellung verteidigen. Ein weiterer Feind. Zuerst die Schattenkrieger, gefolgt von der dunklen Jägerin. Und nun das Marine Corps der Galaktischen Föderation. Vielleicht gönnt uns das Schicksal ein Lächeln, bevor die Welt ihren Schlund öffnet und uns verschlingt. Naja, an den Piraten geht es hier nicht anders wie uns zum Beispiel, weil das ist halt auch das sehr Interessante in diesem Teil. Es gibt nicht nur einen Konflikt zwischen Samus, beziehungsweise Samus auf der Seite der GF und irgendetwas Bösen, sondern es gibt halt Samus, beziehungsweise halt die GF. Es gibt die Ing, die planetare Energie haben wollen. Es gibt die Piraten, die an dem Planeten und das Fessen haben wollen. Es gibt die dunkle Jägerin, also Dark Samus, die auch das Fessen haben will, um sich zu regenerieren. Und ja gut, es gibt dann halt noch die Luminov, die halt auf der guten Seite sind, die den Planeten halt wieder stabilisieren wollen. Und deswegen ist nicht nur, also von unserer Seite ist halt so ein 3 gegen 1, aber es ist halt auch so allgemein gesehen ein komplett anderer Konflikt, weil ja, zum Beispiel die Piraten kämpfen halt auch gegen die Ing, die dunkle Samus kämpft gegen die Piraten und sowas. Das heißt, hier ist halt wirklich auch so ein bisschen jeder gegen jeden. Und es ist halt das sehr Interessante, auch wenn man es nicht unbedingt sieht. Gut, die Ing benutzen öfters natürlich auch die Piraten zum Angriff. Also hat man ja schon gesehen, dass die auch übernehmen können. Oh, du bist so ein Grenadier. Dich muss ich scannen. Jo, schön. Und deswegen ist es halt auch sehr interessant an diesem Teil, weil es halt, ich sag mal, nicht so platt ist, sondern tatsächlich auch Konflikte da sind, die auch ziemlich gut rübergebracht werden, finde ich. Und allgemein ist das komplette Chaos und das findet man eigentlich auch in keinem anderen Spiel wieder. Hier ist schon irgendwo einer. Da oben ist irgendwo noch ein Grenadier rumstehen. Ach hier, guck mal. Der sich gerade selber abgeschossen hat mit seiner Granate. Gut, von mir aus. Die Frage ist, ich glaube, ich komme doch hier wieder rein, oder? Andererseits, hier rüber eigentlich nicht mehr. Ich hole mir kurz das Item da drüben.
Ist mir sicherer. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ist bloß ein Missile-Container, aber trotzdem, ein Missile-Container mehr oder weniger könnte es entscheiden. Da ich einfach tatsächlich ein bisschen Panik habe, muss ich sagen. So, ich hatte gehofft, dass es noch nicht passiert. Hallo, Metroids. Lange nicht gesehen. Lasst mich in Ruhe. Das Gute ist, wir haben jetzt den Dark Beam und Dunkelheit ist in diesem Spiel kalt oder wird als Kälte empfunden. Deswegen kann man mit dem Dark Beam Metroids eingefrieren, während dann das Gegenstück als Hitze zählt. Da es in diesem Teil halt keinen Ice Beam gibt und Metroids halt immer noch gegen Kälte anfällig sind. Wie gesagt, wird halt der Dark Beam so ein bisschen als Ice Beam benutzt. So, und wieder raus. Wunderbar, da gab es noch einen Suicide Metroid. Und weg hier. Das wollte ich mir bloß kurz holen. Andere Sachen waren da jetzt, glaube ich, nicht mehr in unmittelbarer Nähe. Und deswegen... Ach nee, nicht schon wieder. Das muss jetzt echt nicht sein. Aber naja, dann quatschen wir euch halt nochmal um, da ich eigentlich friedlich in das Portal will. So, dankeschön. Und du noch. Du bist, glaube ich, auch wieder ein Granadier. Jo. Die machen mir jetzt nicht so viele Sorgen, da sie halt sehr, sehr langsam sind mit ihrem Schuss. Sehr schön. Mal 20 Leben. 30 sogar, okay. Und damit, wir könnten jetzt theoretisch... Nee, raus können wir, glaube ich, gar nicht. Gut, durch die Morphball-Passage wieder, ja. Aber unser eigentlicher Weg führt jetzt zum dunklen Äther. Mit unserem Darkbeam jetzt. Und das Interessante an dem Darkbeam ist, dass der Darkbeam jedem Lichtwesen Schaden macht. Also besonders effektiv gegen jedes Lichtwesen ist. Und das können wir uns später noch zunutze machen. So, hier sehen wir, dass die Piraten, das hier sind alles Piraten, dass hier einige schon draufgegangen sind. Wobei eigentlich nicht so viele, wie man denken sollte. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Piraten ist. Sie haben ja gesagt, eine Schutzausrüstung für den dunklen Äther. Aber es scheint ja so, dass die nicht so unbedingt Schwierigkeiten haben. Oder wahrscheinlich haben sie auch die Leuchtfeuer benutzt. So, sehr schön, da hinten haben wir es schon. Da sehen wir jetzt nochmal einen Lichtkristall, und zwar ein entladener Lichtkristall. Das ist theoretisch ein Lichtkristall, der mit dunkler Energie beschossen wurde. Das könnten wir jetzt theoretisch auch machen. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn. Und den Hubkristall haben wir jetzt auch. Sehr schön. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, weil den zu entladen, lockt es dunkle Kreaturen an, das kann sein. Hier in diesem normalen Feld können sie sich ja auch bewegen. Das ist theoretisch jetzt die Atmosphäre vom hellen Äther. Aber ich glaube, dieses Dunkle lockt die Kreaturen an und deswegen können wir das jetzt nochmal kurz entladen. Das Leuchtfeuer auch. Dann haben wir das nämlich. Können es gleich wieder aktivieren. Und ja, das ist jetzt ein normaler, ne? Ach nee, ist ein heller schon. Okay, gut. Da können wir jetzt nochmal kurz dunkel machen und den dann scannen. Nein, weil er verschwindet, verdammt. Okay, aber wir haben später noch die Möglichkeit dazu, solche Kristalle zu scannen, denke ich zumindest. So, dann gehen wir hier gleich rein. Da können wir nur nicht hin. Der zu dem Schlüssel wollen wir. Da ist ein dunkler Puffer. Oder dunkle Bret. Oh, 40%, sehr schön. Gut, früher ist es ein Puffer, hier ist es ein Bret. Keine Ahnung wieso. Und wir wollen darüber. Okay. Mal ein paar Schoten. Mit denen können wir jetzt gerade noch nicht so viel anfangen. Ich glaube, darüber... Nee, doch, darüber kommen wir, ne? Ja, doch, klar. Okay, erster Schlüssel. Schlüssel zu einem dunklen Tempel erhalten. Dies ist einer von drei Schlüsseln, die benötigt werden, um einen dunklen Tempel zu öffnen. Ja, ich weiß. Sehr schön. Und war da hinten nicht auch eine dunkle Tür? Ja, die Frage war... Ach, da kommen wir gleich zum zweiten Schlüssel. Und da geht dann der Rundgang für... Ja, ja, klar. Okay, dann gehen wir zuerst hier lang. Wie gesagt, da ist dann der zweite Schlüssel. So, hier haben wir nochmal dunkle Splinter. Die ja jetzt aber auch kein Problem sind. Wir müssen einfach bloß hier ein bisschen warten. Wenn ich denn... Ja, doch, muss ja sein, weil da kommen wir dann zum Schlachtfeld. Wow, hi du. Wobei das eigentlich ein bisschen blöd war. Jetzt haben wir nicht unbedingt eine Stärke, weil, der Darkbeam so gut er natürlich gegen Lichtgegner ist, so schwach ist er natürlich gegen dunkle Gegner. Deswegen werden wir das natürlich nicht so machen, sondern werden uns zuerst die Waffe gegen dunkle Gegner holen. Und zwar den Lightbeam, so viel kann ich schon mal verraten. Das Gegenstück halt zum Darkbeam.
So, das uns dann auch ermöglicht, wieder zurück zur zur Lichtwelt zu kommen. Hallo du. Wenn ich dich richtig hierher bekomme. Ja, das kann ich nicht riskieren. Schade. Ich wollte gerade sagen, wenn ich dich hier richtig hinbekomme, könnte ich dich mit dem Felsen sprengen. Funktioniert aber bloß teilweise gut. Beziehungsweise eher schlecht. Das Schöne ist natürlich auch, dass man sie in ihrer Schleimphase angreifen kann. Man kann sie halt bloß nicht anvisieren, aber wenn man genau zielt, dann funktioniert das genauso gut und währenddessen können sie sich halt nicht wehren. Das ist halt das Gute dran. So, allgemein wehrt der sich gerade nicht wirklich viel. Ja, erwischt mich nicht. Doch, hat mich erwischt. Was gerade ein bisschen blöd war, um auszuweichen hier in dieser kleinen Stelle. Da einen Jäger hinzubauen ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber gut. Von mir aus. Okay, und das ist jetzt wieder der Angriff, wo er mich übernehmen will. Wie gesagt, ich will halt den Schaden verhindern, klar. Da bist du. Okay. Kannst du jetzt mal bitte draufgehen? Das gibt's ja gar nicht. Meine Herren, Dankeschön. Deswegen auf jeden Fall wichtig, dass wir jetzt den Weg gegangen sind. Das wäre, alles andere wäre schwachsinnig gewesen. Weil da jetzt ewig gegen diese Kriegering. Ich kann es schon mal ein bisschen verraten. Wir müssen dann ein bisschen kämpfen gegen Kriegering. So, und da sind wir die Drohnen-Inks. Diese einfachen Inks, sag ich mal. So, du weg. Die jetzt auch nicht wirklich viel können. Also da sein und nerven. Nein, verdammt. Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Wieso nicht? Jetzt, okay. So, da haben wir nochmal ein Portal. Aber wir gehen hier rein. Und gehen hier rein. Ich dachte... Achso, jetzt sind wir erst hier, verdammt. Stimmt ja. Dauert ja noch ein bisschen. Da können wir natürlich überall nicht rein. So. Hier haben wir... Das, nee, bringt nichts. Können wir denn das Kristall an sich scannen? Nee. Verdammt. Weil ich brauche jetzt noch den dunklen Hubkristall. Ah, jetzt. Sehr schön. Aber wir haben erst 66% aller Hubkristalle. Da fehlt dann noch eins. Das bekommen wir dann auch noch. Weil ich jetzt bei den Hubkristallen gar nicht wusste, sage ich mal, dass es geht. Aber nein, wie gesagt, das sehen wir später noch. So, hier haben wir überall tote Piraten. Auch tote Luminov hat man, glaube ich, vorhin gesehen einen. Man hat ja gehört, dass ja viele draufgegangen sind. Während diesen Einsätzen. So. Wir speichern dann nochmal kurz. Eigentlich nicht unbedingt wichtig, weil uns gerade kein Bosskampf erwartet. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Zumindest bis wir die drei Schlüssel gesammelt haben. Wobei, eigentlich den einen Schlüssel, den hatten wir schon kurz vor unserer Nase. Das war ja gerade der, wo ich gesagt habe, nee, da gehen wir später erst hin. Nee, da Quatsch. Das ist ja gar kein Missile-Container, das ist ja bloß ein Kristall. Klar. Hatte ich vergessen. Wow. Da will ich nicht rein, nicht ins Felsen. Vor allem nicht ins Felsen, das im dunklen Äther liegt. Gut, wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Felsen auf dem hellen Äther, aber... So, ja, genau, das war der Raum. Hier müssen wir jetzt die Tür da hinten öffnen. Dafür müssen wir hier drei Schalter suchen. Die sind ein bisschen gemein versteckt, muss man sagen. Der eine da hinten, gut, der ist jetzt weniger gemein versteckt. Halt, mach das Ding ein. Okay. Zwar hier. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, es kommt eine Cutscene, aber es kommt eine. So, der zweite sollte da hinter den Kisten versteckt sein. Ich frage mich, ob ich mich da von hier aus rankomme. Ich glaube nicht so. Oder so. Da hinten ist er schon, aber außerhalb der Scan-Reichweite. Schade. Okay, jetzt. Wunderbar. Und der dritte stand da oben auf der Plattform. Da hätte ich eigentlich gleich drauf bleiben können. Und den dann gleich aktivieren. Ja, weil ich hier von da drüben hin muss. Naja, gut. Von mir aus.